So, 3, 2, 1, willkommen zurück bei The Council, Episode 2, Heidens Sieg. Wir ermitteln in der Mordsache Emily Adams Tod. Aktuell verhören wir George Washington. Sonst noch etwas? Was soll man erwarten? Kein Jungspund mehr. Weiß ja, ob irgendeine Feinde hatte. Do you know if she had any enemies, Mr. President? Not that I know of. I heard about her altercation with Mr. Perry. But that case was closed, if I'm not mistaken. But if in doubt, I wouldn't leave any door unopened. And I'd go and question your fellow countrymen. Don't worry. Countryman or not, I'm not letting anybody slip through the cracks. So, weiß er, warum sie auf der Insel war? Do you know why she came to the island? To get help, if I'm not mistaken. Isn't that right? Indeed. Sir Gregory suggested to her father that he introduce her to Lord Mortimer to see if he could help her. So, warum wurde sie gerade jetzt eingeladen? Ihn ausreden lassen. Yes, Lord Mortimer has a talent for healing, apparently. I'm not surprised Sir Gregory advised her to come. Agreed. So. Zurück. Er sieht aus, als trauere er. Hat er mit ihr gesprochen? Entscheidung bereits getroffen. Sonst noch etwas? Achso. Okay, dann war's das. I shan't keep you any longer, Mr. President. Gott. Feel free, Louis. If there's anything I can do, just ask. Thank you, Mr. President. Das ist ja alles passiert, als wir mit der Herzogin im Bett waren. In der Nacht. Ah, die Herzogin hat halt auch eine Zwillingsschwester, Schwester bzw. Doppelgängerin. Geht's denn hier raus? Ach. Schlafzimmer war das ja hier. Hier geht's raus. Nochmal kurz auf den Plan schauen. Peru hatten wir besucht. Washington. Adams Zimmer. Das wäre ja das letzte. Also. Falsch rum. So rum. Laufen wir einmal im Kreis, vielleicht entdecken wir noch irgendetwas und dann gehen wir schließlich bei Elizabeth Adams ins Zimmer und dann schauen wir mal, ob wir Duke Manuel Godoy wir irgendwas an Anhaltspunkten dort erkennen können, warum oder wie sie zu Tode kam, wer der Täter ist. 9 Messerstiche klingt schon ein bisschen viel. Napoleon waren wir ja. Peru hatten wir auch. Muss alles in der zweiten Folge geschehen sein. Ist auch nichts. Laufen wir mal hin und her, hin und her, hin und her. Nein, wir berichten mal Mortimer noch nicht, was wir bereits erfahren haben. Ist auch zu. Johann von Wölven. Ach Gott. So. Gehen Sie runter? Nix.
nichts. Ah. Überall diese kleinen Tische, aber kein leckerer Honig hier. Adams Zimmer. Und davor steht ja Herr von Wölfen, oder wie er heißt. George Washington, ja. So, na dann, Kollege, reden wir mal mit dir. Was ist denn los? Good day, Monsieur de Richet. Ja? Mr. Vollner, are you looking for anything in particular? Next to Elizabeth's room? No, nothing special. Okay, das ist ziemlich verunsicher. Andeuten, dass er verdächtig und tot ansprechen. I'd have thought this is not really the shortest way to get to your suite. Yes, I wasn't really looking where I was going. I shall leave you now, sir. I will return to my room. Okay, das ging ja fix. Shit. Wölner. Na gut, dann schauen wir mal zu Miss Adams rein. Ach ja. Pentagramme, Kerzen, Brände, Kissen, eine Flasche, mehrere Flaschen. Oh, sie liegt noch da. Okay. Eine Stichwaffe auch dort in der Nähe. Gut, erstmal außenrum angucken, bevor wir uns... Wow! Hallo? Wo kommst du denn her? My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better. Ach so, weil wir mit ihr nicht reden können, ist wahrscheinlich der Diener da. Absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please, excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come and see you. Your loving father, John Adams. P.S. Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Please don't judge her. I'm sure you'll be able to put all of this behind you one day. So. Scheißdreck. Gut. Hier ist eine Uhr. Fine. Clock stopped at 3:54. If it was smashed during the murder, then I've just established the time of the crime. Mm-hmm. That would clear Emily de facto because she was still with me at the time. Zumindest die eine Emily. Schauen lieber erstmal hinten rum noch. Was ist mit dem Pentagramm? What the hell's been going on here? Das Symbol untersucht. Contrary to what most people believe, a pentagram's not there to conjure up I don't know what evil or demonic creature. With the point toward the top, the pentagram is an ancient symbol of protection against evil. So, aber steht das jetzt auf dem Kopf oder? Hier rum ist das Pentagramm gerade. Je nachdem, auf welcher Seite ich stehe, oder? Many esoteric rituals are based on this shape. Could Elizabeth have been sacrificed during an occult ritual? So gut, zurück. Wir haben eh keine Punkte, um mehr zu untersuchen. So. Notebook. Written in Elizabeth's handwriting. It is written in a mix of several languages. Not too easy to work out. Geil. Ich habe kein Honig mehr. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold,
as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last. Right soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Oh Gott. Das hatten wir schon mal gelesen, aber ich glaube, das war damals, bevor ich das... August 24th. 1792. Be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Deine loving sister, Schwester Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. Ah, meine Stimme. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. Okay. So. 30 November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Ach ja, kann man gleich mal gucken, ob sie noch das Talisman, hat. I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Ja. So. Kann ich hier raus? Nein. Hier liegt die Waffe. Das war wahrscheinlich die von Bonaparte, die in dem Koffer gefehlt hat. Nicht anfassen. A pistol? Fairly new, I'd say. And judging by the weight of it, fairly light. Okay. Die Schutzwaffe untersuchen, den Griff untersuchen. A tribute engraved on the barrel to the liberators of France. Ja, das wird wohl Bonapartes Waffe sein. Hmm. There's a few dried traces of blood on the grip. Difficult to know for sure how they got there. So, Blut getrocknet. Schlauch innere untersuchen. Dreckig oder sauber? It's extremely well maintained. The barrel is perfectly clean. It isn't loaded and well, there's no traces of gunshot residue. I'd conclude that it hasn't been used recently. Das ist nicht vor kurzem benutzt worden. Right. Okay. I shall have to find its owner. Okay, der Eigentümer ist Bonaparte. Wer will ihn verarschen? High quality at that. I'd say it's silk. Going by the texture and the gray hue, it must come from a dress, that kind that women of quality wear. Scheiße, ich hab wieder keine Punkte. Ja, so kleine Leute, so wie, als auch Männer, ach so. Woran er... Logik oder Etikette zurück. Mist. Gibt's hier jetzt viele, die da in Frage kommen würden. So gut, dann beenden wir erstmal die Folge wieder. Ich sage tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei The Council Episode 2 Heidensieg. Ermittlungen um Elizabeth Adams Tod. Tschüss, ciao.